Alle Jahre wieder sind Fans aus aller Welt gespannt, was FIFA 19, der kommende Ableger der Fußballsimulation aus dem Hause EA Sports, zu bieten haben wird. Wer ist der Coverstar? Wann ist Release? Wann erscheint die Demo? Kommt das Game auf PS4, Xbox One oder Nintendo Switch heraus? Und welche Werte hat mein Lieblingsspieler? Diese Fragen stellt man sich, bis es endlich soweit ist. Und das Interesse ist groß. Schließlich war der Vorgänger, FIFA 18 Dekasekunden, meistverkaufte Spiel des abgelaufenen Jahres, erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Goal stellt die bisher bekannten Fakten zu Cover, Release und Werten vor. Dieser Artikel wird immer, wenn es neue Informationen gibt, aktualisiert. FIFA 19 Release. Wann erscheint das Spiel? FIFA 19 wird weltweit ab 28. September 2018 erhältlich sein. Mit einem Blick auf die Veröffentlichungen der letzten 10 Jahre ließ sich jedoch schon zuvor eine ziemlich genaue Prognose treffen. Damit setzt EA Sports seine mittlerweile seit FIFA 12 bestehende Tradition, das Spiel Ende September in die Läden zu bringen, fort. In einem separaten Artikel gibt es ausführliche Informationen zum Release sowie eine Liste mit den bisherigen Release-Daten der Reihe. FIFA 19 The Journey. Das ist neu bei der Story um Alex Hunter. Wie EA bereits verkündet hat, wird Alex Hunter im kommenden Teil im Trikot von Real Madrid auflaufen. Wie es aber schließlich zu seinem Engagement bei den Königlichen kommt und welche kleinen Nebengeschichten abseits der Hauptstory vor sich gehen, werden alle Fans der Serie erst nach Veröffentlichung von FIFA 19 erfahren. EA hat aber auch noch mehr Details zum beliebten Spielmodi The Journey veröffentlicht. In FIFA 19 The Journey Champions wird man neben den altbekannten Danny Williams und Alex Hunter auch Alex Halbschwester Kim steuern können. Die Geschichten der drei werden sich im Verlauf von The Journey Champions immer wieder kreuzen. Alle drei Helden haben in ihrer jeweiligen Karriere bereits erste Erfolge feiern können. Doch nun stehen sie auf ihrem Weg an die Spitze der Fußballwelt vor neuen Herausforderungen. Alex Hunter war der erste Star von The Journey. Er hat in den ersten beiden Teilen von The Journey schon alle Höhen und Tiefen erlebt. Nach seinem Debüt in der englischen Premier League wurde Alex in die Championship ausgeliehen, verbrachte eine Saisonhälfte bei Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer und wechselte dann zu einem der größten Clubs in Europa. In The Journey Champions wird Alex nun endlich mit seinem Traumtransfer zu den Königlichen von Real Madrid belohnt. Alex lernte Danny erstmals beim Probetraining der National Football Academy kennen, wo sich beide ziemlich in den Haaren lagen. Als sie dann aber in der zweiten Liga zusammenspielten, entwickelte sich zwischen den früheren Rivalen eine echte Freundschaft. Nach Alex' Wechsel zu LA Galaxy ging Danny zu seinem alten Club, um in seine Fußstapfen zu treten. Nach einer zwischenzeitlichen Krise in The Journey Hunter Returns kämpft Danny nach einigen glänzenden Auftritten wieder um seinen Platz im Team. Kim Hunter ist eine junge US-Spielerin, die davon träumt, es an die Spitze des Frauenfußballs zu schaffen. Und außerdem ist sie Alex' Halbschwester. Alex und Kim begegneten sich erstmals, nachdem Alex auf Vorschlag seines Vaters zu LA Galaxy gewechselt war. Kurze Zeit später wurde Kim erstmals in die US-Frauennationalmannschaft berufen. Nun ist sie nach der Berufung in den Kader für die Frauenweltmeisterschaft bereit, in The Journey Champions den nächsten Karriereschritt zu machen. Hier gibt es alle ausführlichen Informationen zu The Journey sowie die Handlung der letzten beiden Teile zum Gedächtnis auffrischen. FIFA 19, Cristiano Ronaldo erneut auf dem Cover, hat es wieder geschafft. Wie schon auf dem Cover von FIFA 18 ist Weltfußballer Cristiano Ronaldo auch in der neuen Ausgabe des Games auf dem Cover zu sehen. Wer könnte dem Weltfußballer gefährlich werden?
Zuvor waren Ronaldos Dauerrivale Lionel Messi, an dem jedoch PES weiterhin die Rechte hält, sowie Tottenham-Angreifer Harry Kane und PSG-Star Neymar als Konkurrenten gehandelt worden. Ronaldo ist zum zweiten Mal in Folge auf dem FIFA-Cover zu sehen, alle Cover im Laufe der Jahre als Bilder sind hier zu sehen. Der neue und alte Coverstar Ronaldo wurde Anfang Juni bekannt gegeben. Bereits die letzten Jahre haben gezeigt, dass EA in der ersten Woche des Monats ein Bild des Covers veröffentlicht. Zwischenzeitlich gab es Berichte, wonach CR7 aus einem bestimmten Grund vom Cover fliegen könnte. Alle Informationen dazu sowie zum Cover von FIFA 19 findet ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Alle Coverstars der FIFA-Geschichte, FIFA-Teilspieler 19, Cristiano Ronaldo 18, Cristiano Ronaldo 17, Marco Reus 16, Lionel Messi 15, Lionel Messi 14, Lionel Messi 13, Lionel Messi 12, Lukas Podolski, Mats Hummels 11, Mesut Özil, René Adler 10, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney 09, Ronaldinho, Kevin Kurani 08, Miroslav Klose, Ronaldinho 07, Lukas Podolski, Ronaldinho 06, Lukas Podolski, Wayne Rooney, Ronaldinho 2005, Patrick Vieira, Fernando Morientes, Andriy Shevchenko 2004, Alessandro Del Piero, Thierry Henry, Ronaldinho 2003, Roberto Carlos, Ryan Giggs, Edgar Davids 2002, Gerald Asamoah 2001, Lothar Matthäus 2000, Mehmet Scholl 99, Olaf Thon 98, Andreas Möller 97, David Ginola 96, Frank de Boer, Jason Mcketia 95, Erik Thorst wird International Soccer 94. David Platt, Piotr Swierczewski, FIFA 19, der Trailer zur neuen Version Champions Rise on September 28 TH. This is at Champions League. Allerdings darf stark davon ausgegangen werden, dass es auch vor dem neuesten Ableger eine Demo-Version für PS4, Xbox One und PC geben wird. Doch sobald etwas zur Probierversion bekannt wird, erfahrt ihr es hier oder in unserem ausführlichen Artikel zur Demo von FIFA 19. September, damals standen den Spielern insgesamt 12 Teams zur Verfügung, darunter der FC Bayern, Real Madrid oder PSG. Der Preis, wie viel kostet FIFA 19? Wahrscheinlich war bislang, dass die neue Version genauso oder ähnlich viel wie FIFA 18 kosten wird. Der Preis für FIFA 19 liegt bei 69,99 € für die Standardversion PlayStation 4 und Xbox One, für den PC und die Nintendo Switch sind es 59,99 €. Die Champions Edition kostet für alle Plattformen 20 € mehr, sprich 89,99 € bzw. 79,99 €. FIFA 19 Ratings, wer wird der beste Spieler? Der Spieler, der das Cover ziert, ist in der Regel einer der bestbewertesten Spieler. So war Cristiano Ronaldo bei der letzten Version einer der besten. Für FIFA 19 darf allerdings erwartet werden, dass der Portugiese aufgrund von schlechten Leistungen in dieser Saison und dem Misserfolg von Real Madrid allgemein schlechter bewertet wird. Neymar wird wohl auch einer der Spieler mit dem höchsten Wert, den wird vermutlich aber ein ehemaliger Teamkollege bekommen, Lionel Messi. Da sich der Argentinier in dieser Spielzeit in guter Form präsentiert, wird er wohl am höchsten eingestuft werden. Wie war es eigentlich in FIFA 18? Hier gibt es alle Ratings der 100 besten Spieler übersichtlich aufbereitet. Lionel Messi, seit Jahren einer Top-Stars in der FIFA-Reihe. Wie kommen die Werte der FIFA-Spieler zustande? In FIFA gibt es aber tausende Spieler, doch jeder einzelne hat seine individuellen Fähigkeiten und Stärken. Wie macht ihr das? Mit Hilfe eines Netzwerkes von Scouts, Trainern und Fans werden so viele Spiele wie möglich ausgewertet.
Statistiken spielen für die Bewertung keine Rolle, da es einfach nicht zu jedem Spieler statistische Daten gibt, deshalb werden subjektive Eindrücke gesammelt. Diese kann jeder Einzelne dann auf einer EA-Website hochladen. Der Chef des Netzwerkes ist der Deutsche Michael Müller-Möhring. Er hat sich im Interview mit Sportbuzzer dazu geäußert, weltweit sind es ungefähr 250 Datenbankeditoren und rund 8000 Menschen, die sich die Daten anschauen und Feedback geben können, sogenannte Reviewer. Die besten von ihnen machen wir dann zu Datenbankeditoren. Und die besten von denen hole ich mir dann in meine Teams in Köln, England, Rumänien oder Kanada. Müller-Möhring muss zugeben, dass bei der Bewertung spezielle äußere Umstände nicht mit einbezogen werden können, hauptsächlich, weil diese oft unbekannt sind. So muss manchmal auch einfach geraten werden, wie viel ein Spieler bei den einzelnen Werten bekommt. Das gesamte Feedback zu einem Spieler wird gesammelt und dann in die 35 Wertekategorien verbaut. Freiwillige können sich jederzeit als Reviewer bewerben. Wir machen Leute relativ häufig darauf aufmerksam, dass wir Datenbankexperten suchen. Wir suchen permanent. Es gibt eine Webseite, auf der sich Interessierte bewerben können. Wenn wir sie für geeignet halten, machen sie erstmal zu Reviewern für maximal zwei Teams, wo sie sich dann einbringen können. FIFA 19 neuer Champions League Motius eSports gab zudem bekannt, dass die UEFA Champions League und die UEFA Europa League bei FIFA 19 gespielt werden können. Die UEFA Champions League war eines der am meisten geforderten Features der letzten 10 Jahre, weshalb wir uns unheimlich darauf freuen, einen der größten Wettbewerbe in The World's Game, FIFA 19, zu integrieren, sagte Aaron MCH, die Executive Producer für EA Sports FIFA. Dieses Jahr verbessern wir das Spielerlebnis in vielerlei Hinsicht, von der Integration von UEFA Champions League-Inhalten im ganzen Spiel bis hin zu einer Reihe neuer Features, die eine größere Kontrolle über das Gameplay ermöglichen, so MCH. Die weiter wird es FIFA 19 noch als Disc geben. Vor einiger Zeit bestätigte der CEO von EA, Andrew Wilson, dass es die Überlegung gibt, FIFA 19 nicht mehr als neue Disc herauszugeben. Er sagte Bloomberg, es existiert eine Welt, wo es immer leichter wird, den Code herumzureichen, wo man vielleicht nicht mehr jährlich einen Release umsetzen muss. Das neue Konzept sieht vor, dass es ein Basisspiel gibt, das dann ständig mit Updates zu Kadern, Gesichtern und Formen auf den neuesten Stand gebracht werden kann. Mit dieser Art von Live-Spiel hat EA bereits bei Madden NFL gute Erfahrungen gemacht. Viele User würden ein solches Modell wohl bevorzugen, da das Spiel viel einfacher und schneller zu bekommen und zu updaten wäre. Es gibt viele Dinge, die passieren müssen. Wir stecken jedes Jahr viel Arbeit in FIFA und Madden. Wenn wir uns jedoch ansehen, wie wir in Korea oder China agieren, wir veröffentlichen dort alle 4 Jahre einen großen neuen Code und bieten anschließend kleine Veränderungen über die Zeit an, nennt Wilson ein gut funktionierendes Beispiel. Für FIFA 19 allerdings ist ein solches Modell noch nicht zu erwarten, für die Umsetzung wird wohl noch Zeit benötigt. In naher Zukunft wird allerdings höchstwahrscheinlich die Umstellung auf dieses Modell erfolgen. FIFA Ultimate Team BI Ultimate Team zeichnet sich vor allem eine Veränderung ab, die Packs werden billiger und fairer. Nachdem EA für ein ähnliches System bei Star Wars Battlefront 2 stark in die Kritik geraten ist und sich sogar Politiker damit beschäftigten, dass es für Kinder gefährlich sei, Geld in virtuelle Käufe zu investieren, wird eine Änderung erwartet. Die neuen Packs sollen billiger werden und eine größere Chance garantieren, annehmbare Spieler zu erhalten. Mehr zu FIFA 19.